Okay, dieser Part wird lang. Ich habe nämlich viel geplant jetzt in diesem Part. Das erste wäre die Drachenhöhle. Du, wie kannst du es wagen? Niemand bat dich einzutreten. Doch, Sandra war es, der Arenaleiter von Ebenholz City. Was, du hast nur ein Pokémon? Und du wagst dich hier einzutreten? Ey, schau dich doch mal an. Verdammt, ich habe vergessen, einem Pokémon eine Beere zu geben. Und unsere Pokémon sind immer auch geschwächt vor dem Kampf gegen Sandra, oder? Nee, doch, Nachtara hat ein bisschen Schaden bekommen. Egal, du schaffst es schon. Sternschauer, da ist zwar kein Step mehr drauf, weil du dich entwickelt hast und jetzt ein Unicht-Pokémon bist, aber egal. Oh nein, Drachenwut. Mist, nicht gut. Was, so, und jetzt? Ich setz mal Stafette ein. Mach's gut. Und was setze ich denn jetzt ein? Genau, Felino! Oh! Armes Felino! Welches mich damals hintergangen hat! Und was mache ich jetzt? Gardos. Okay, Gardos. Windrose oder Eissturm? Ich nehme Windrose. Und Dragonir macht sich in die Hose. Oh, Volltreffer sogar, sehr schön. Er hat nicht gerade Wickel eingesetzt, oder? Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich sag nur Rap-Taktik, erste Generation. Mehr ist Wickel nicht zu gebrauchen. Remus ist down. Stark. Oder stark. Gut, die Drachenhöhle, die hat eine eigene Musik. Und ja, hier ist ein Item. Ein Calcium erhöht den Spezialangriff. Ich glaube, das gebe ich mal im Tornupto. Ich wollte schon wieder im Pagato sagen. Mein Gott, was ist los? Tornupto. Okay, dann surfe ich jetzt hier mal und schau nach, was es hier alles gibt. Ein wildes Carpador, oder? Carpador. Ja, ganz wie gedacht. Oh mein Gott, es hat nur Level 13. Schande. Da hau ich lieber ab. Gut, hier geht's nicht vorbei, da blockieren uns so eine Wassermauer den Weg. Oh, Dratini, cool. Aber tschüss, hat nur Level 12. So, hier geht's weiter. Hier ist ein Haus und hier geht's doch nicht weiter, weil... Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen. Ja, hier, das ist ein besonderer Ort in Soul Silver und Hearthgold. Was ist allerdings hier, was man hier machen kann in Soul Silver und Hearthgold, das erfahren wir im Soul Silver und Hearthgold Let's Play. Was wir irgendwann mal machen werden, aber sicherlich nicht dieses und nicht nächstes Jahr. Vielleicht übernächstes Jahr, 2015 oder so. Mal schauen. Ein weiteres Pokémon. Warum speed ich das nicht? So. Ich schau mir doch keine wilden Carpadors an. Oh, wow, wieder ein Carpador. Du solltest nicht hier sein. Doch, ich muss hier sein, weil ich sonst meinen Orden nicht bekomme. Wegen einer Erpresserin oder einem Erpresser, der sich Meister nennt. Hallo, Kara, was geht? Oh, ein Seeperchen. Oh, ist ja richtig putzig. Na, Nachtara, was hältst du von dem Seeper? Was, du willst es mit Sternschauer angreifen? Na gut, bitteschön. Was, kein One-Hit-Kill? Oh, Rauchwolke. Na, das interessiert mein Nachtara nicht, denn Sternschauer trifft ja sowieso immer. Da kann er meine Genauigkeit ruhig auf minus 6 senken. Sternschauer trifft dann immer noch. Oh, jetzt greift er wirklich an mit Windhose. Er macht sich in die Hose, weil mein Nachtara so finster aussieht im dunklen in der dunklen Drachenhöhle. Mann, das wäre jetzt eigentlich geil, so in einer TV-Serie. Ich laufe so mit meinem Nachtara
durch so eine dunklen Drachenhöhle rum. Überall ist dunkel, nur ein paar Lichterchen am Seitenrand eines großen Sees. Und ich habe meinen Nachtara. Mann, das sieht doch ganz gut aus. Das wäre gar nicht mal so ungeil. Das hätten sie in Pokémon einbauen sollen. Nicht so, neues Pokémon. Team Rocket klaut das Pokémon. Team Rocket wurde von dem neuen Pokémon vernichtet. Oh mein Gott. Also, das wäre schon besser als, Team Rocket taucht auf. Taucht auf. So, und was ich bei Pokémon auch bei der TV-Serie auch unlogisch finde, ist, dass Team Rocket immer wieder es normal versucht, obwohl sie immer wieder wissen, dass sie von Pikachu Stunnerblitz in die Luft gejagt werden. Immer und immer wieder. Das verstehe ich nicht. Also das ist doch schon ein Menschenverstand, dass man dann das lässt. Hätte Team Rocket eigentlich den Verstand haben müssen und sich Schwächetrainer packen müssen, dann wäre ihr Boss Giovanni wenigstens ein bisschen zufrieden mit denen, aber nein, die verlieren immer gegen Pikachu und Ash. Immer und immer wieder. Das ist kein richtiges Pokémon, sondern das heißt nicht Pokémon, sondern Let's Humiliating Team Rocket. So sollte man die Serie nennen. Und nicht Pokémon Staffel 1, 2, 3. Das ist doch Kindergarten, sowas immer gegen Team Rocket zu gewinnen. Ich meine, wer hat noch nie in seinem Leben gegen Team Rocket gewonnen, also. Oder andere Frage, wer hat schon mal gegen Team Rocket verloren? Also fast keiner. Okay, Kara hat mir besiegt. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Spiel. Mist, verloren. So, hier gibt es auch Zwillinge, glaube ich, ne? Da kann ich mich in Soul Silver an den Doppelkampf erinnern. Ja, genau. Zwei Dinger, die sind hier. Zwei Trainerinnen, die sind hier in dieser Generation als Einzelkampf gedacht. In der zweiten Generation wurde es zu einem Doppelkampf umgeändert, weil es ja zwei Trainer sind und nicht einer. Mann, diese Dratini ist schon stärker als das andere Pokémon vorhin, welches ich vergessen habe. Ach ja, Seemon war es, oder? Ach, weiß ich nicht mehr. Ist auch völlig egal. Irgendwie trainiere ich jetzt zu sehr nach Tara. Ich meine, nach Tara hat schon Level 42 und ich trainiere es immer noch. Wahrscheinlich, weil ich den Sprite von der Nachtara so cool finde. Und weil ich noch nie einen Nachtara hatte. Im Team. Ah doch, Nachtara hatte ich schon einmal im Team. Sogar in der Kristall-Edition. Das war vor... Boah, wann waren das? 7 Jahren, glaube ich. Da war es eine Plage. Da war es wirklich schwierig, einen Nachtara zu bekommen. Da habe ich einfach meinen Evoli vollgepumpt mit jedem Calcium 5-mal. Mit jedem Vitamin-Item, also Eisen, Protein und sowas, hat mich ein Schweinegeld damals gekostet. Und dann hatte Level, dann musste Evoli nur ein Level abbekommen und dann war es sofort ein Nachtara. Da habe ich sogar ehrlich gesagt, die Items habe ich einzeln geklont damals. Und dann hatte ich Nachtara sofort beim ersten Level, glaube ich. So genau weiß ich das auch nicht mehr. So ungefähr, wie ich es euch jetzt erzähle, war es aber nicht so genau. Kann sein, dass noch ein paar Details dazu kamen, aber so ungefähr in dem Rahmen war es, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Nein, es war vielleicht nicht Kristall, es war Goldene Edition. Ach, es ist ja auch egal. So, hier ein weiteres Dratini. Lauter Dratinis hier. Na gut, dann setze ich gegen Dratini mal X-Bad ein. Okay, X-Bad, flieg mal davon, ne? So wie Team Rocket in fast jeder Sendung oder fast jeder Folge. Und wenn sie mal nicht fliegen, dann werden sie irgendwo zerquetscht, in den Boden reingestampft oder so. Also wenn man das jetzt so sieht, ist irgendwie Pokémon voll brutal. Und dann sperren sie eine Folge wegen epileptischen Anfällen, ist klar. Oder weil man bei Folge, was weiß ich, James mit künstlichen Brüsten sieht, welches die Kinder dann missverstehen könnten und... Ach komm, das ist doch völlig übertrieben, das zu zensieren. Und was war die krasseste Folge, wo zensiert wurde? Ja, das mit den Brüsten, ehrlich gesagt, das war schon
der unnötigste Grund ever, was ich schon fand. Oder was ich auch noch fand, ist mit der Knarre, da wo er schon eine Knarre an, in den Kopf gehalten wird. Welche Folge das war, weiß ich nicht mehr genau. Das, ich glaube, das war so erste Staffel. Dann wurde die auch zensiert. Wahrscheinlich wegen, ja gut, wegen Kriminalität oder so. Aber egal. Jetzt betreten wir mal diesen Schrein. Schön, dass du da bist. Du musst nicht erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Sie ist ein wirklich... Tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst, du musst einige Fragen beantworten. Fertig? Was bedeuten dir Pokémon? Ich nehme mal Kumpel. Oh, ich verstehe. Was hilft dir im Kampf zu gewinnen? Na was wohl, Mogeln! Hä? Das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du gesagt? Ja, hörst du schlecht? Ich habe gesagt Mogeln, verdammt! Hä? Das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du gesagt? Was hilft dir im Kampf zu gewinnen? Okay, probier's nochmal, damit du es checkst. M-O-G-L-N. Mogeln! Hä? Ah! Kauf dir ein Hörgerät oder sowas. Meine Güte. Na gut, dann mach's eben so, dann... Dann machen wir eben Strategie. Oh, ich verstehe. Ja, das verstehst du auf einmal. Aber wenn du hörst, Mogeln, was? Ich verstehe nicht recht. Dann, egal. Gegen welche Art Trainer möchtest du kämpfen? Schwächling. Ja, komm, sag bloß. Alles, was irgendwie böse ist, hört er nicht. Er ist halt ein gutgläubiger Mensch. Und sobald jemand ein böses Wort sagt, hört das nicht. Mann, das müsste ich mir eigentlich in meinem eigenen Leben übertragen. Naja, gut. Immer mal jeder. Oh, ich verstehe. Was ist beim Trainieren von Pokémon am wichtigsten? Gewalt, natürlich. Hat doch jeder mal gemacht. Mann, ich bin der perfekte Mustertrainer. Na gut, dann eben. Nehmen wir mal Liebe. Machen wir es ganz kitschig. Oh, ich verstehe. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist wichtiger? Ich glaube, hier ist alles richtig, oder? Nimm mal stark. Nee, beides. Ich verstehe. Du kümmerst dich vom Herzen um deine Pokémon. Ja, trainier mit Gewalt, genau was du nicht hörst. Aber nein, ich musste was anderes nehmen. Egal. Sehr löblich. Ja, trainier mit Gewalt. Überzeugung ist wichtig. Nein, trainieren mit Gewalt ist wichtig. Gold, mach weiter so. Ja, ich trainiere meine Pokémon weiter mit Gewalt, genau. Ich treffe dich dann bei der Pokémon-Liga. Wie, ist es gelaufen? Ich muss nicht danach fragen. Was versagt? Wie, bestanden? Das kann nicht sein. Du lügst. Sogar ich habe es nicht geschafft. Sandra, dieses Kind ist tadellos. Kind, ich bin 19. Immer noch Kind, serious, egal. Dieses Kind ist tadellos im Geist und Talent. Gesteh deine Niederlage ein und übergib den Drachenorden, du erpresserische Schlampe. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ja, mach's ruhig. Und wenn nicht, dann mach ich es. Ich verstehe. Hier, das ist der Drachenorden. Jetzt nimm schon. Damit haben wir unseren letzten Orden. Und wir können jetzt in die Pokémon-Liga. Gold erhält den Drachenorden. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Yippie, wir können jetzt in dem Kesselberg den Wasserfall erklimmen. Ferner werden die alle Pokémon als Trainer anerkennen. Und dir bedingungslos gehorchen, oh Gott. Sandra, dieses Kind, dieser Erwachsene spiegelt das wieder, was dir noch fehlt. Was habt ihr zu sagen? Steht ihr nur so als Deko rum oder was macht ihr so? Was macht ihr so?
Und übrigens, dunkel ist es hier. Habt ihr keinen Lichtschalter oder sowas, außer diese zwei Lampen hier? Naja. Es ist schon lange her, seit ein Trainer die Anerkennung unseres Meisters bekam. Der letzte war Meister Siegfried. Und ja, der Siegfried hat wahrscheinlich auch immer so undeutlich gesprochen, sodass er es nicht verstanden hat. Verdammt, das ist ja schon falsch. Kennst du den jungen Meister Siegfried? Ne, ich kenne den dunklen Meister, dunklen Meister auch. Den jungen Meister Siegfried kenne ich nicht, nein, mit seinem dunklen Umhang und mit seiner bösen aussehenden Visage. Er ähnelt zu unserem Meister in dessen Jugend. Es liegt in dem Blut. Verdammt, das kann ich schon gar nicht mehr richtig lesen. Moment. Dusche wieder, was willst du? Es tut mir leid. Hier, nimm das als Entschuldigung. Ja, jetzt auch noch bestechen, was? Ich sag's Siegfried trotzdem. Sie enthält Feuer-Odem. Oh, Feuer-Odem. Na dann sehe ich es ihm nicht. Feuer-Odem. Ja, geiler Scheiß. Nein, das hat nichts mit deinem Atem zu tun. Oder mit meinem Atem. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Was ist los? Willst du nicht zur Pokémon-Liga? Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Neuborkia. Surfe dann gen Osten zur Pokémon-Liga. Die Route ist schwierig. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Gib dein Bestes. Ja, danke. Vielen Dank. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Liga. Aber hier geht es noch lang. Da möchte ich noch gerne schauen, was es dort ist. Da sind wir noch nicht dazu gekommen, weil wir sofort ins Haus gehen mussten, so gierig wir sind. Wenn ich sehe Haus, muss sofort reingehen. Naja, gut. Ach ja, wir haben ja über Team Rocket geredet, welche unnötige Folge und so, ne? Gold findet Drachenzahn. Könnten wir Gyarados geben in Kombination mit der Windrose-Attacke? Naja, ist eine Überlegung wert und jetzt greift uns ein weiteres. Aber da wollte ich sagen, aber gut, Dratini. Ich muss sagen, normalerweise, wenn ich Pokémon Kristall spiele, nehme ich meistens einen Dragoran, aber weil wir Dragoran so häufig in einem Let's Play hatten, habe ich ausnahmsweise keinen Dragoran genommen. Und übrigens, die Gyarados, die fange ich mir immer hier. Natürlich kriegt man auch einen Dratini. Ich meine, die Dratinis, die fange ich immer hier für Dragoran. Und, ja, normalerweise hole ich mir, wie gesagt, immer einen Dragoran hier. Eistratini in der Drachenhöhle, aber ausnahmsweise für dieses Let's Play, weil wir so häufig schon Dragoran im Team hatten, nämlich 2 bis 3 Mal, habe ich mal ausnahmsweise keins genommen. So, hier ist eine Treppe. Und hier ist auch schon der Ausgang. Da ruft uns jemand an. Professor Lind ruft uns an. Hallo Gold! Ich habe hier etwas für dich. Schaust du mal in meinem Labor vorbei? Bis später. Jo, werden wir machen. Aber zunächst müssen wir nach Neuborkia, ne? Natürlich, wir könnten auch einfach Fliegen einsetzen, aber das wäre zu Noob-Style. Das machen nur Noobs. Ich meine, ja, wir haben hier eine schöne absteigende Route, die direkt nach Neuborkia geht. Und warum zum Teufel verwenden manche immer noch Fliegen? Wenn es doch eine schöne, perfekte Route zum Wandern gibt. Mit extra viel Trainern, wo man seine Pokémon auch trainieren kann. Aber nein, die meisten, die das spielen, als Let's Play wahrscheinlich noch, nehmen einfach ihr Pokémon und fliegen nach Neuborkia. Da werde ich ja richtig grantig, wenn ich sowas höre. Gut, bevor ich da mich nach Neuborkia mache, bringe ich mein Pokémon noch Kaskade bei. Ich hoffe, Felino kann keine Kaskade. What the hell? Ah. Ich muss den Pokémon fangen, das Whirlpool. Ne, Whirlpool brauchen wir eigentlich nicht, ne? Na gut, Felino können wir jetzt lagern. Wir bräuchten ein Pokémon, das. Wir bräuchten eigentlich nur ein Pokémon, das. Kaskade beherrscht. Kaskade. Suicune wäre eine Überlegung wert. Aber ich bringe legendären Pokémon so ungern Faulm-Attacken bei. Ich schau mal nach, was wir noch als Alternativ. Ach komm, egal, ich habe jetzt keine Lust. Ein Pokémon zu fangen, neues. Ich nehme als Suicune als Kaskade-Alternative. Normalerweise mache ich sowas nicht und das sollte man auch nie in seinem Spiel machen. Außer man ist wirklich mit den Attacken unzufrieden und man kann sie verlieren, die Attacken. Aber ja, mache ich normalerweise nicht, einem legendären Pokémon eine Form-Attacke beibringen.
Aber in dem Fall können wir schon eine Ausnahme machen. Weil wir benutzen das Suicune sowieso nicht. Wir haben es ja nur gefangen, weil es episch so, weil es episch war und geil war, Suicune zu fangen. Ja, ich find's geil, Pokémon mit Bällen zu beschmeißen. Ja, ja, ja. Oh Mann. Das war wieder total zweideutig, aber gut. Also gut, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Hier zum Beispiel ist eine Höhle, in der wir schon waren. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was, wir waren noch nicht in der Höhle drin. Ich sage, wir waren hier in der Höhle, und zwar heißt die Höhle Dunkelhöhle. Ja, jetzt sage ich euch mal kurz, warum die Dunkelhöhle jetzt auf einmal hier ist. Für die Anfänger und euch, die das Spiel noch nicht so häufig gespielt haben. Und zwar läuft die Dunkelhöhle von hier bis hier nach oben. Und zwar von, ja, sagen wir mal, von hier oben bis hier quer. Das ist alles die Dunkelhöhle ungefähr. Eine riesige Höhle, kann man sagen. Und hier ist es dunkel. Haben wir vielleicht ein Pokémon, das Blitz kann? Suicune könnten wir verwenden. Dann benutze ich einfach... Da, genau. Ich missbrauche Suicune jetzt als VM-Slave. Oh, verdammt, geht nicht. Hm. Aber ich möchte schon noch die dunkle Höhle erforschen. Ach, wisst ihr was? Machen wir das noch schnell. So, Verbindung wurde hergestellt. Lagerungssystem. Dann lagere ich ein weiteres Team-Pokémon in die Box. Nehme ich mal Tornupto. Jetzt nehme ich ein Pokémon mit, das Fliegen, das Blitz beherrscht. Fliegen brauchen wir ja noch nicht. Habitat. Knofenser kann bestimmt Blitz. Ja, es kann die Attacke sogar schon. Okay, passt ja. Gut, dann bräuchten wir vielleicht noch ein Pokémon, das Zertrümmerer kann, damit die Höhle komplett erforschen können. Ich möchte die dunkle Höhle komplett jetzt erforschen. Da lage ich mal Apollo in die Box. Oder nee, ich nehme mal Nachtara. Nachtara hatten wir ja schon so häufig. Ich nehme jetzt mal wieder Apollo mit. Nachtara hat schon ein gutes Level. Oder nee, ich nehme mal Tornupto mit. Ein bisschen Licht, Flammenlicht in der Höhle ist ja auch ganz idyllisch. Gut, und jetzt brauche ich noch ein Pokémon, das Zertrümmerer kann. Da haben wir ja unser Macholo. Wo ist Macholo? Macholo, wo bist du? Ja, doch, Macholo, oder? Moment, ich glaube, wir haben Zertrümmerer noch gar nicht. Lol, wir haben noch gar nicht Zertrümmerer. Okay, dann muss ich einen kleinen Unstecher machen. Aber wir haben ja zum Glück Fliegen, da geht es recht schnell. Okay. Dann fliege ich nach Teak City und hole mir schnell Zertrümmerer. Na, Teak City, Quatsch, Viola City, aber Teak City ginge sogar auch, aber das wäre halt ein etwas längerer Weg. Okay. So, Zertrümmerer bekommt man von dem Typen hier. Achso, die haben wir bereits, okay. Ja, ja, komm, laufe mich nicht voll. Ich weiß, was der Zertrümmerer macht. So. Okay, wo ist denn Zertrümmerer? Zertrümmerer, 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 Zertrümmerer. Wo ist die Attacke? Zertrümmerer. Hier. Okay, sehr schön. Ich dachte schon, die habe ich irgendeinem anderen Pokémon jetzt gegeben und ich finde es nicht mehr. Okay, ich gehe. Was? Achso, ich dachte, ich nur Fensterkarten Zertrümmerer. Das wäre es natürlich. So, jetzt habe ich Onyx Zertrümmerer beigebracht. Ich glaube, Zertrümmerer kann man sich sogar noch irgendwo kaufen. Im Einkaufszentrum, falls wir die Attacke wirklich verlieren sollten. Aber so häufig brauchen wir Zertrümmerer eigentlich auch nicht. Wir brauchen die eigentlich nur für die Dunkelhöhle. Okay, dann machen wir die ganze Sache noch dunkler, wie sie jetzt schon ist. Die Dunkelhöhle ist dunkel, wer hätte es gedacht? So, jetzt Knofenser, setz mal deine Blitzattacke ein. Gut, und weil ich noch ein bisschen Licht brauche im Kampf, jetzt rein von der logischen Sache her, setze ich jetzt Tornupto an erste Stelle. Tornupto, ich will nicht deinen Status anschauen, sondern ich will dich an erste Stelle setzen. So, ganz einfach. Jetzt haben wir ein bisschen Licht im Kampf, wegen Tornuptos Flamme. Bringt zwar natürlich nichts im Spiel, das sage ich jetzt einfach mal so, damit es ein bisschen realistischer rüberkommt.
Hier ist ein kleiner See. Ich überspringe es mal. Ich glaube, die Carpados will hier keiner sehen. Ich habe gesagt, die wilden Carpados will keiner sehen. Warum tauchst du dann auf? Egal. So, hier geht's nach unten und hier ist ein Item. Ein Beleber. Das ist gut. Könnten wir vielleicht in der Liga gebrauchen. Ach ja, übrigens, wir haben ja unseren Ort noch nicht angeschaut. So sieht er aus. Jetzt haben wir alle Orden aus Johto. Okay, hier ist ein weiterer Wasserdingens. Wassersee zum Surfen. Gut, hier geht's nach oben und... Ah, okay, hier ist der Ausgang. Hier ist ein Typ. Hallo Typ. Ich glaube, wir sprechen den jetzt mal an. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas von dem. Hallo Zubat. Ja, hier gibt's typische Höhlen-Pokémon in dieser dunklen Höhle halt. Boah, du hast mich verwirrt. Da ich mein Schattenglas trug, habe ich dich nicht bemerkt. Was ich hier mache? Hey, mach dir darüber keine Gedanken. Ich gebe dir ein Schattenglas und du vergisst es einfach. Na, danke fürs Schattenglas. Könnten wir nach Tara geben, das würde dadurch wahrscheinlich sau cool aussehen. So nach Tara mit einem Schattenglas. Sau geil. Schattenglas verstärkt die Kraft von Unlichtattacken. Ja, wobei nach Tara kann ja keine Unlichtattacke. Daher braucht es gar kein Sonnenglas, ja. Schattenglas. Nein, ich glaube, hier ist ein verstecktes Item. Und zwar hier. Sag mir mein Pokémon-Instinkt. Na, doch nicht. Gut, hier ist eine Stufe, die möchte ich allerdings... Oh, wo Ingenau? Hallo, Ingenau. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass es hier wilde, wo Ingenau es gibt. Da springe ich noch nicht runter, erst wenn wir hier alles erforscht haben, was ich dann, wo wir dann später runter springen können. Oh, Golbat. Hallo, Golbat. Gehen wir mal zurück und schauen nach, was es hier sonst noch gibt. Aber gut, dass ich hier eine Speedtaste habe. Ansonsten müsste ich hier jetzt zurückgehen und, ja, die wilden Pokémon jetzt alle, erleiden müssen. Aber so spart man sich eigentlich die ganzen Top-Schutze, wenn man einfach nur die Kämpfe überspeedet. Dadurch wäre es vielleicht noch ein bisschen cheaten, aber nur vielleicht. Aber das ist rein für euch nur das Speeden, damit ihr euch nicht jeden einzelnen Pokémon-Kampf reinziehen müsst, der jetzt auf einmal kommt und uns nervt. Also ich cheate quasi für euch, um euch die das Zusehen zu erleichtern, wenn man es so haben möchte. TM13, ich wusste gar nicht, dass hier eine TM ist. Ist das Eisstrahl vielleicht? TM13 klingt für mich nach Eisstrahl. Oh Mann, da schnarche ich doch ein. Oh, Schnarcher, cool. Gut, hier geht's weiter. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt da, wo wir schon mal waren. Und hier müsste es jetzt zu dieser Route gehen, jawohl. Genau, hier ist der Zertrümmererstein. Na, erinnert ihr euch, wo wir jetzt sind? Also ich habe mir die Dunkelhöhle ehrlich gesagt... Oh, Krabi! Ich habe mir die Dunkelhöhle ehrlich gesagt größer vorgestellt. Ah, aber vielleicht haben wir auch nicht alles erforscht. Ich meine, hier geht es ja auch noch weiter. Hier nach oben. Muss man den Felsen hier zertrümmern? Ja, genau, hier geht es noch weiter. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht, denn hier ist ein Item. Ein Hypertrank, oh cool. Gut, hier geht's auch noch weiter. Oh Gott. Ah, ein weiteres Item. Ja, ihr seht, es lohnt sich, die Höhlen zu erforschen, die man eigentlich nicht erforschen muss. Hier ist ein weiterer zertrümmerer Felsen. Ich zertrümmere jetzt einfach mal jeden Felsen, den ich jetzt auf einmal sehe. Ein Potrot. Potrot, das Pokémon mit der höchsten Verteidigung in der Pokémon-Geschichte. Ich wette, den Walzer wird's überleben. Ich wette. Ja, seht ihr? Potrot mit der höchsten Verteidigung überlebt sowas. Oh, es trägt sogar eine Beere. Cooler Scheiß eigentlich. Na gut, Potrot, ab ins Sterben. Ich hätte dich gern gefangen, aber naja. Vielleicht nehme ich mal Potrot als Team-Pokémon in einem anderen Let's Play als Special-Pokémon, so wie wo Ingenau quasi. Dann kann ich euch zeigen, wie gut Potrot eigentlich ist.
wenn man erst die richtigen Attacken beibringt. So, hier ein Angriffsplus, erhöht die Volltrefferquote. Hier ist auch schon der Ausgang, aber ich möchte mal zunächst wieder schauen, was sich hier noch alles verbirgt in der dunklen Höhle. Okay, hier geht's anscheinend zurück. Ah, nee, da kommen wir her, okay. Okay, anscheinend verbindet sich das Ganze hier. Sehr interessant. Also ich muss sagen, die Höhlen aus der älteren Generation, die gefallen mir viel besser aus die Höhlen aus den die gefallen mir viel besser wie die Höhlen aus der neuen Generationen. So, aber genug für Höhlen erst einmal. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Hier ist ein Bärenbusch. Eine Antipa-Barrel. Damit füllen wir wieder unseren Vorrat auf, den wir im Kampf gegen Sandra gebraucht haben. Und ich habe euch gesagt, wir machen heute einen etwas längeren Part. Das heißt, wir spielen jetzt mal wieder getrost weiter. Jetzt sind wir übrigens wieder auf dieser Route hier. Du hast immer halt ein Stückchen nach unten gekommen, weil wir durch die Dunkelhöhle gegangen sind. Jetzt sind wir ungefähr in der Mitte dieser Route von Ebenholz City nach Neuburg hier. Übrigens, mir fällt gerade auf, kann es sein, dass diese Route hier die längste Route ist von der ersten und zweiten Generation? Kann das sein? Also ich behaupte es jetzt mal, dass es so ist. Nee, ist es nicht. Es gibt ja noch eine... Nee, die längste Route ist von Lavandia nach Saffronia City. Das ist die längste Route von der ersten und zweiten Generation. Aber mit Abstand. Gut, ich schau mal nach, was hier noch ist. Hier waren wir ja schon bereits. Ich gehe mal dort lang. Ah, die Trainer haben wir noch nicht geschlagen. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ah, nein, die haben wir im Let's Play haben wir die geschlagen. Das stimmt. Bloß, ich kämpfe jetzt halt nochmal gegen die, weil damals der Safe State kaputt ging. Und ich vergessen habe, diese Träne hier noch auszuschalten. Zusätzlich, wir haben ja damals die Dunkelhöhle erforscht, grob. Und, weil wir damals den Trümmerer bekommen haben. Und deswegen... Ja, da bin ich auch zu diesem Ort gekommen, wo wir jetzt sind. Allerdings war ich in diesem Spielstand noch nicht bei dem Ort, wo wir jetzt sind. Deswegen müssen wir jetzt nochmal gegen die ganzen Trainer antreten. Aber die sind zum Glück eh nur leichte Beute für uns. Denn die haben ja nur Level-Pokémon mit Level 20. Da kommen die mal schnell kalt. Die haben ja schon alle besiegt. Da ist es eigentlich recht uninteressant. Ein X-Tempo, aber wir können keine weiteren Items mehr tragen. Das heißt, ich muss einem Pokémon wieder ein Item geben. Sauerwasser zum Beispiel habe ich vorhin Gyarados abgelegt beim Trainieren der Pokémon auf Level 40. Gut, wir sammeln hier richtig viele Items hier auf dieser Route, die wir gar nicht erkunden müssen. Ja, und hier sind wir jetzt wieder bei dieser Route hier. Okay, jetzt kann es ein bisschen nervig für euch werden, denn ich möchte diese Route komplett erkunden. Also, falls ihr das jetzt nicht sehen möchtet, dann könnt ihr den nächsten Part einschalten, weil ich werde in diesem Part nur noch diese Route hier vollständig erkunden und dann werde ich eigentlich nichts mehr Spannendes machen. Also, wenn euch das jetzt nervt, das mit der Route erkunden, dann könnt ihr meinetwegen abschalten, das stört mich nicht. Ich kann es auch verstehen, weil ich schaue sowas auch nicht gerne an. Aber rein zur Vollständigkeit mache ich es jetzt einfach mal. Was, eine Beere? Eine Beere. Moment. Eine Beere. Wir haben doch irgendeinen... Moment. Auf der Route von Teak City nach Oliviana City gibt es ja so eine Miltang-Farm. Und diese Miltang-Farm, da lebt ja ein krankes Miltang, das durch Bären wieder gesund wird. Heb mir mal die Beere dafür auf und verkaufe mal ein paar andere Sachen. Mega Block. Habe ich noch nie verwendet. Mega Block. Oder kann sein, dass ich den einmal verwendet habe, aber in der Regel verwende ich den gar nicht. Okay. Die anderen TMs, die wir jetzt nicht brauchen, die lagere ich in die Box rein. Mann, wir haben doch schon vor ein paar Parts die Box wieder voll storniert oder unser Inventar geleert. Ich würde sagen, ich lage jetzt mal alles in die Box ein, was wir im Ansatz jetzt nicht brauchen. Bitterbeere zum Beispiel.
halt Verwirrung, also in der Regel warte ich immer, bis die Verwirrung zu Ende ist. Äther, das können wir uns alles für die Liga aufsparen. Alles für die Liga. Top Äther, Top Beleber, rosa Band, wir haben kein Normal-Pokémon mehr. Weil sich Evoli zu Nachthara entwickelt hat. Gut, jetzt haben wir wieder volles Inventory, oder leeres Inventory in dem Fall, whatever. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und schau nach, welche Trainer wir noch besiegen können auf der Route 45. Den haben wir schon erledigt, okay. Haben wir den schon erledigt? Hier oben ist ein Item. Moment, kann sein, dass ich jetzt öfters fliegen muss, aber das kann ich später eigentlich auch noch machen. Ich gehe jetzt mal trotzdem weiter runter, obwohl wir den Trainer jetzt vergessen haben anzusprechen. Die Pokémon-Kämpfe überspringe ich mal, weil ich habe schon so oft gegen die Pokémon gekämpft beim Trainieren. Das reicht eigentlich schon. Okay, gegen die haben wir auch schon gekämpft. Da oben ist noch einer, gegen den haben wir vielleicht noch nicht gekämpft. Ich gehe jetzt mal dort lang. Sehr bergige Landschaft hier. Ich habe hier ganz allein trainiert. Sieh die Früchte meiner Arbeit. Stellt euch mal vor, man hätte hier fliegen nicht und müsste immer wieder außen rumlaufen. Immer außen rum. Nur um alle Trainer zu bekämpfen. Also mit Fliegen ist es viel bequemer. Damals, wo ich das Spiel komplett durchspielen wollte, mit allen mit allen Trainern besiegen. Damals wusste ich ja noch nicht, wo Fliegen sich befindet. Und dann bin ich immer außen rum gefahren, immer außen rum, immer durch den Eispfad, immer gegen die wilden Pokémon im Eispfad angetreten. Nur um dann, ja, nur um gegen die paar Trainer da zu kämpfen. Also deswegen mache ich jetzt die Route so gerne. Hier haben wir ein Nugget gefunden. Das ist gut. Oh, ein Skorgler. Ja gut, habe ich beim Trainieren häufig gefunden. Da gibt es ja in der vierten Generation eine Entwicklung von Skorgler, Skorgo. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert für das Pearl-Let's Play. So, hier sind sogar zwei Trainer. Oh Gott, hier werden wir jetzt ganz viel abstauben können. Hallöchen! Warum ich auf Bergen kletter? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Ja, aber nur aber leider nicht in Real Life. Oh, wäre geil, wenn Pokémon in Real Life gäbe. Oh, das wäre cool. Welches Pokémon hättet ihr eigentlich gerne, wenn es Pokémon in Real Life geben würde? Außer legendäre natürlich oder so vollstarke. Halt so kleine Pokémon halt, ne? So ganz kleine. Welche hättet ihr denn gerne? Zum Beispiel Pikachu oder Pichu. Bei mir wäre es Pummeluff. Pummeluff, hundertprozentig. Ich bin ein absoluter Pummeluff-Fan. Ich finde Pummeluff einfach nur cool. Pummeluff ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich weiß nicht warum, ich mag Pummeluff einfach so. Wahrscheinlich von der TV-Serie. Da finde ich es irgendwie voll cool, wie Pummeluff immer es schafft, alle einzuschläfern. Und irgendwie bin ich jetzt ein Pummeluff-Fan. Oh je. Okay, Dirkzy hat man auch geschlagen, aber es hat ja nur Level 27. Also die Trainer, die sind auch sehr schwach jetzt da. Ich glaube, ich hätte, oh, hier ist ein weiterer Trainer, den wir noch bekämpfen können. Ich glaube, ich hätte nicht sofort die Pokémon auf Level 40 trainieren sollen. Ich hätte die Route zunächst machen sollen und dann erst die Pokémon trainieren. Das wäre besser gewesen. Aber egal, jetzt haben wir es halt so gemacht. Dann geht's halt schneller. Ibitak, Also gut, wäre es ein wildes Pokémon, würde ich jetzt fliehen, aber es ist ein Trainerkampf, also sorry, Ibitak. You must die. Es müsste ein Level-Up für Tornusto geben. Jawohl, Level 41, bald lernt es Flammenwurf, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, welches Level, aber es müsste schon bald Flammenwurf erlernen. Das finde ich besonders cool an Tornupto, weil wenn Tornupto Flammenwurf einsetzt, kommt der Flammenwurf direkt aus Tornuptos Mund heraus, was wirklich sehr realistisch dann aussieht. Sogar in der vierten Generation kommt der Flammenwurf auch immer noch aus Tornuptos Mund, vom Sprite her. Das sieht dann richtig realistisch aus. Bis auf, dass sich Tornupto nicht bewegt, aber das wurde erst in der fünften Generation eingeführt.
Mich wundert es gerade, dass Rasaf den Flammenrad überlebt hat. So, Tanuto hat jetzt auch dieses Rasaf geschlagen und Tauros kommt jetzt. Ich glaube, hätten wir unsere Pokémon jetzt noch auf Level 30 gehabt, wäre dieser Trainer wirklich eine Gefahr für uns gewesen. Denn ja, Level 30er Pokémon, die waren damals schon heftig. Aber jetzt mal Level 40, also. Jetzt sind sie keine Gegner mehr für uns. Fahnenattacke, ja, müsste uns ein bisschen was abziehen. Aber Tanuto steckt es locker weg. Okay. Oh Mann, jetzt werde ich langsam heiser, aber ich nehme jetzt schon fast eine Stunde auf. Ich habe im Duellturm gekämpft. Ja, haben wir noch nicht, aber wir können es ja auch mal machen, im Duellturm kämpfen. Gut, hier ist ein kleiner See, das ist interessant. Hier ist auch ein Busch mit einer Rätselbeere. Ja, das ist aber sehr rätselhaft jetzt. Was bewirken die Rätselbeere eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Autoauffüllung der AP. Hey, das ist geil. Das ist cool. Gut, hier geht's wieder nach oben. Ah, okay, jetzt sind wir hier bei der Dunkelhöhle wieder, genau. Gut, hier gibt es keine Trainer mehr, die besonders interessant sind. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückfliegen. Nach Ebenholz City und wieder nach unten. Laufen aber zunächst. Blablabla, wieder dasselbe wie vorhin. Halt, dieses Mal nehme ich eine andere Route. Ich gehe jetzt dieses Mal dort lang. Hallo Georg, wie geht's? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und hier ist ein Item, habe ich extra nicht eingesammelt, wo ich trainiert habe. Okay, jetzt wird's schwierig. Wir haben jetzt zwei Wege. Ich nehme mal den oberen Weg. Das ist ein Trainer. Ich weiß nicht, ob wir gegen den schon gekämpft haben. Ich glaube, ja, wir haben schon gegen den gekämpft. Aber ich glaube es nur, ich bin mir nicht sicher. Mann, gut, dass ich jetzt eine Speed-Taste habe. Okay, diese Route ist immer vorhin schon gegangen. Ach, verdammt, den habe ich auch jetzt übersehen. Mann, hier schon, ich gehe jetzt mal dort lang. Ah, hier waren wir auch schon. Ach, verdammt, jetzt laufe ich hier wieder dieselbe Route wie vorhin. Haben wir gegen die schon? Ja, klar. Gut, dann war doch hier ganz... Ja, den haben wir jetzt auch übersehen. Mist, Mist, Mist. Dann geht's hier wahrscheinlich wieder zum See hier rechts. Zu diesem kleinen Gletscher-See-Dingens. Okay, nochmal von vorne. Tut einfach so, als hättet ihr das jetzt gerade nicht gesehen. Okay, das Ganze nochmal erneut. Diesmal muss ich die richtige Route nehmen. Genau, ich gehe jetzt mal dort lang. Da ist noch einer. Sei auf alles vorbereitet. Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ja, ziemlich mächtig trainiert. Mann, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde. So lange habe ich lange keinen Pokémon-Part mehr aufgenommen. Aber es lag ja auch daran, dass ich, dass ich so viel Schule hatte. Aber jetzt habe ich Ferien, da kann ich wieder lange Parts aufnehmen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man Ferien hat. Kann man seine Freizeit optimal für nützliche Dinge nützen, wie zum Beispiel für Let's Plays aufnehmen. Außerdem ist mir eh in letzter Zeit so langweilig, weil ich nicht weiß, was ich für Spiele spielen soll. Ich habe, ja, neulich war so eine Steam-Sommeraktion, da habe ich mir ein paar Spiele geholt. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so viel Lust, diese Spiele zu spielen. Auch wenn sie geil sind. Ich habe mir XCOM geholt, ist schon ein geiles Spiel, aber ich weiß nicht, ich habe nicht so Lust, es zu spielen. Was habe ich mir noch geholt? Alan Wake. Habe ich irgendwie auch nicht so wirklich Lust, es zu spielen, auch wenn es ein geiles Spiel ist, klar. Aber ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit nicht so motiviert, da, also privat jetzt was zu spielen. Ich bin eher motiviert, jetzt ein paar Let's Plays aufzunehmen. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man Let's Player ist. Man muss auch ein bisschen, motiviert sein. Weil je motivierter man ist, desto mehr Spaß macht einem Spiel. Und je mehr Spaß das Spiel einem macht, desto besser kann man es kommentieren. Ihr merkt es wahrscheinlich jetzt gerade, jetzt habe ich richtig Spaß an dem Spiel. Und ich kann es gut kommentieren, als wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel spielen würde, was mir jetzt nicht so viel Spaß macht. Was gibt es denn da für Spiele?
Pinball 2030. Falls es sowas gibt. Halt irgendein Spiel, was langweilig ist. Ah ja, Hearts of Iron. Okay. Habt ihr schon mal Hearts of Iron gespielt? Ich glaube, ich habe da schon einmal darüber geredet in meinem Pack and Time Let's Play. Und zwar ist es ein Strategiespiel, spielt im Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist das Spiel, ja, bei dem Spiel muss man sehr lange warten. Man spielt halt quasi als eine Fraktion. Zum Beispiel als Deutschland oder Frankreich. Man kann aber auch als kleinere Nation spielen, wie zum Beispiel Haiti oder Jamaika gibt es, glaube ich, nicht. Und da muss man halt bis zum Jahr 1949 möglichst viele Siegespunkte holen. Und wer am Ende am meisten Siegespunkte gewonnen hat, hat das Spiel gewonnen. Aber ich finde es unnötig, dass sie da ein Zeitlimit reingesetzt haben, weil man kann nur bis 1949 spielen und danach kann man das Spiel nicht mehr weiterspielen. Was ich sehr schade finde, weil das Spiel hat wirklich ein Potenzial. Na, okay, jetzt muss ich aufpassen, welche Route war die richtige. Ich gehe mal dort lang. Na, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ich gehe mal wieder andersrum lang. Hier wieder in Georg. Hallo, Georg. Ah, verdammt. Ah, okay, nochmal zurück. Ich möchte noch diesen einen Wanderer besiegen. Das ist, glaube ich, der letzte, der hier noch auf dieser Route zu finden ist. Und danach machen wir uns im nächsten Part auf in die Pokémon-Liga. Aber ich bin sogar noch am Überlegen, ob ich vielleicht noch den Kesselberg noch machen sollte in diesem Part. Soll ich den Kesselberg noch machen? Oh Gott, meine Stimme wird dadurch sehr kaputt gehen. Soll ich den Kesselberg machen? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Nee, Spaß. Ach, wisst ihr was, ich mache den Kesselberg auch noch. Ich mache mal wieder einen langen Part, haben wir auch ewig lang nicht mehr gemacht. Sagen wir, wir machen diesen Part die Drachenhöhle und unnötige Sachen halt, die wir eigentlich nicht machen müssen. So, der letzte Trainee auf dieser Route. Hey, du hast nur in den Knochen. Aber weißt du was? Wenn es um echte Courage geht, bin ich der Mann. Wobei, eigentlich, ich habe euch ja gesagt, dass ich in diesem Part nur noch diese Route machen werde. Wahrscheinlich haben jetzt die Leute abgeschaltet, die jetzt nicht mehr sehen wollen, wie ich diese Route hier mache. Und wenn ich noch den Kesselberg mache, dann fehlt denen ja der Kesselberg, den Leuten, die das nicht mehr sehen wollen, diese Route hier. Das heißt, ich muss es quasi doch im nächsten Part machen. Naja gut, so lange dauert es jetzt eigentlich nicht. Na gut, dann mache ich im nächsten Part Oh Gott, soll ich das machen? Ja, ich mache im nächsten Part die Kesselhöhle oder den Kesselberg, whatever. Und noch diese Seeschauminsel-Dinger da, ich weiß den Namen nicht genau. Von der Höhle, wie heißt die Höhle denn? Also Seeschauminseln heißt sie nicht, ich sag's jetzt halt bloß so. Naja, irgendwas mit irgend so ein paar Inselhöhlen werden wir auch noch erforschen im nächsten Part. Und wir machen uns noch auf den Weg zur Liga, also das kann auch wieder so ein langer Part werden wie dieser hier. Warum ich jetzt so lange Parts mache, aus dem Grund, weil Ferien sind. Und weil ich das Let's Play noch, weil ich die Liga bis zu Part 50 noch machen will. Warum, das seht ihr dann schon. Also Part 50 soll meiner Planung nach die Pokémon-Liga sein. Deswegen muss ich jetzt so lange Parts machen, damit sich das Ganze in die Länge zieht. Oh, ein Geowatz, sieht man auch nicht alle Tage. Aber selbst mit Level 25 ist es immer noch uncool, wenn wir schon wenn wir schon Pokémon haben mit Level 40er. Okay, Geowatz ist down. Und auch der Trainer Philipp. Meine Pokémon waren leider nicht couragiert genug. Okay, dann stelle ich mich jetzt noch vor den Kesselberg. Oh Gott, oh Gott, Gott. So viel Mühe in diesem Part, ich weiß. So viel Zeug, das wir eigentlich nicht machen müssen, aber ich mach's trotzdem. So, Suicune brauchen wir für Kaskade, Knofenser brauchen wir nicht. Oder ich weiß nicht, kann sein, dass es im Kesselberg auch dunkel ist, wenn man eine bestimmte Ebene erreicht, aber ich bin mir auch da nicht so sicher. Also, ich lagere es besser mal ein und nehme mir wieder, was nehme ich denn mit?
Nehme ich mal Alpollo mit. Okay, und jetzt, ja, jetzt haben wir unser Pokémon alle so, wie ich sie gerne hätte. Schnell heilen, sicherheitshalber. Kann es zwar sein, dass sie schon gemacht haben, aber ich mache es jetzt mal trotzdem nochmal. Und jetzt fliege ich zurück nach Mahagone City, genau so heißt die Stadt. So, ich stelle mich auch gleich vor dem Eingang hin, dort wo man eigentlich reinkommt, zu dieser, ja, zu dieser Kaskadestelle. Da können wir auch gleich die VM7 testen. So, okay. Hier geht's rein. Ich glaube, ich gehe auch gleich. Ne, stell mich davor. Gut, dann mache ich hier Pause oder beziehungsweise Schluss für heute. Und dann geht's im nächsten Part weiter, natürlich. Irgendwie seid es in jedem Part. Dann geht's im nächsten Part weiter. Dann geht's im nächsten Part weiter. Dann geht's im nächsten Part weiter. Das sage ich irgendwie in jedem Part. Fällt mir so auf. Naja. Boah, jetzt haben wir einiges vollbracht in diesem Part. Wir haben die Dunkelhöhle geschafft. Quatsch. Wir haben die Drachenhöhle geschafft. Wir haben die Dunkelhöhle erforscht. Vollständig. Wir haben die Route von Ebenholz City nach Neuborkia geräumt, also ja, auch das Zeug, was man eigentlich nicht macht, aber muss halt sein, wenn man einen Let's Play macht, was sehr vollständig sein soll. Gut, dann reicht es auch für heute. Im nächsten Part machen wir diese Höhle. Ich schaue jetzt nach, wie die Höhle heißt. Moment, hat einen Pokémon. Wie heißt diese Höhle? Strudelinseln. Ah ja, Strudelinseln. Im nächsten Part machen wir die Strudelinseln. Und zwar vollständig. Da brauchen wir Blitz wieder dafür. Und dann machen wir noch einen Kampf im Duellturm. Haben wir auch noch nicht gemacht. Was haben wir denn noch nicht? Auch noch nicht gemacht. Ansonsten haben wir dann alles in Johto erledigt. Dann gehen wir auch im übernächsten Part auf den Weg zur Pokémon-Liga. Na, Silberhöhle waren wir noch nicht, aber die kommt erst viel später. Also gut, dann habe ich jetzt genug gequatscht. Irgendwie verquatsche ich hier immer am Ende so viel, wenn ich den Part beenden will. Aber naja, gehört halt auch dazu. Na gut, bevor ich mich jetzt verquatsche, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part. Also ciao Leute, schönen Tag euch noch.